Servus Leute, ich begrüße euch wieder zu einem neuen Video von mir. Und es ist wieder ein Tag, und zwar der Lesefreude-Tag. Ein etwas älterer Tag. Und dieser Tag beinhaltet 8 Fragen, die ich mir hier auf diesem Zettel notiert habe und euch jetzt beantworten werde. Erste Frage: Wie viele Bücherregale besitzt du oder hast du? Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücherregale. Reicht das als Antwort? Und alle Bücherregale sind rappelvoll. Alle. Hinter euch sind 2, da drüben ist 1, da drüben, auf der anderen Seite. Da ist 1, da, und das da hinten. Insgesamt 6 Bücherregale. Und alle rappelvoll. Das bedeutet, ihr könnt euch vielleicht ausrechnen, wie viele Bücher ich besitze, wenn alle Bücherregale schon rappelvoll sind. Dann, wie sind deine Bücher sortiert? Meine Bücher sind da drüben, in diesem großen Regal. Sind sie nach mehr oder weniger Autoren sortiert? Also Bücher, Autoren, von denen ich mehr als 2 Bücher habe. Also zum Beispiel stehen da meine Sebastian Fitzek Bücher, von denen ich alle habe, außer Noah. Meine Cody McFadden Bücher, wo ich 5 habe. Phil Rickman Bücher. Lisa Jackson. Dan Wells, Vicky Stiefel und alle Autoren, von denen ich mindestens 2 Bücher hier habe. Dann in den anderen Regalen sind sie eigentlich alle nach Verlag und Größe sortiert. In diesem Regal hinter euch sind meine Fear Street Bücher und meine Gänsehaut Bücher. Und dann auch noch so unsortiert eigentlich. Und oberhalb sind meine Fachbücher, Fachbücher halt für Kinderpflege, alles was man wissen braucht, Bastelbücher, Experimentbücher, Stingbücher, Bewegungsbücher und Wissensbücher, Fachbücher halt auch und noch ein paar Stephen King Bücher und noch welche, die sonst keinen Platz gefunden haben. Das ist mein Bücherregal sortiert. Dann drittens, liest du mit Lesehilfe, Leselotte oder Leselampe? Nö, nichts von beiden. Ich habe weder Leselotte noch eine Leselampe. Ich hatte mal eine Leselampe, aber die habe ich auch nur sehr selten benutzt. Dann viertens, ab welchem Punkt sagst du, ich breche ein Buch ab? Das ist bei mir, wenn mich ein Buch nach ungefähr 100, 150 Seiten noch immer nicht packen kann und es einfach langweilig geschrieben ist und nichts passiert und einfach die Geschichte nicht in Fahrt kommt und mich einfach langweilt, dann werde ich ein Buch abbrechen, wenn es wirklich sehr, sehr langweilig geschrieben ist oder mich nicht packen kann oder einfach auch so viele Schreibfehler enthalten sind, dass ich es einfach nicht lesen will oder nicht weiterlesen kann, dann breche ich ein Buch ab. Dann fünftens, wenn du weißt, dass es zu einem Buch einen Film gibt, schaust du zuerst den Film oder liest du zuerst das Buch? Also generell lese ich zuerst das Buch. Ich habe einige Bücher hier, die schon verfilmt wurden. Zum Beispiel Das Parfüm. Habe ich das Buch hier und den Film. Habe ich beides hier. Von Schweigen der Lämmer habe ich beides hier. Von Der Hypnotiseur habe ich beides hier. Was habe ich noch? Das Kind habe ich, das Buch hier, aber noch nicht den Film. Von S, von Shining. Und noch so einigen, der 100-Jährige, der aus dem Fensterstück und verschwand, wird jetzt auch verfilmt oder wurde verfilmt. Ja, ich lese vorher das Buch, bevor ich den Film schaue. Deswegen liegen auch die Filme noch ungesehen bei mir rum und die Bücher auch noch ungelesen bei mir rum. Weil ich ja meine Bücher auslose
und die dann erst lesen kann, wenn ich sie gezogen habe. Ich lese aber vorher das Buch, bevor ich den Film schaue. Sechstens, gibt es Bücher für dich, die du jedes Jahr nochmal liest, dass man das schon als Ritual bezeichnen könnte oder kann? Nö, gibt es nicht. Ich lese keine Bücher zweimal. Warum auch? Ich habe so viele Bücher hier, da käme ich gar nicht mal dazu, noch ein Buch nochmal zu lesen. Außer wenn mir die Story wirklich richtig gut gefallen hat und ich einfach nochmal in diese Welt eintauchen möchte. Und ja, aber sonst lese ich kein Buch zweimal. Siebtens, hörst du Musik beim Lesen und wenn ja, welche? Ja, ich höre Musik beim Lesen. Ich brauche einfach beim Lesen etwa eine Geräuschkulisse. Wenn es so leise ist, dann fühle ich mich so, ich weiß nicht, das kann ich nicht. Ist mir eigentlich so leise. Dann höre ich nachts irgendwelche Geräusche und dann ist es vorbei. Dann höre ich das leiseste Piepsen oder Knacken oder was weiß ich. Und dann ist es vorbei bei mir. Vor allem, wenn ich Thriller lese und über Mörder und alles Mögliche, dann ist es vorbei bei mir. Nein, ich höre beim Lesen Musik und ich höre, wenn dann, nur englische Lieder. Und das sind meine Lieblingsmusikgenres Dance, House und Electro. Und auch die neuesten Hits, was halt gerade auch im Radio läuft. Disco, Clubmusik einfach, weil man da nicht so viel mitsingen kann, weil meistens die Beats dazwischen sind und da kann man nicht mehr singen. Aber ansonsten eigentlich so. Eigentlich höre ich schon Musik. Kommt drauf an, wie meine Stimmung ist. Aber ich höre eigentlich immer Musik. Und achtens, kannst du überall lesen oder lässt du dich leicht ablenken? Ich kann nicht überall lesen. Ich brauche eine ruhige Kulisse, wo mich niemand stört und ich nicht abgelenkt werden kann oder nicht so leicht abgelenkt werden kann. Deswegen konnte ich auch nicht in der Schule lesen oder auch nicht im Bus. Im Bus auch nur, wenn ich Kopfhörer drin hatte mit Musik, dass mich keiner stört, dass jeder weiß, dass ich beschäftigt bin. Aber in der Schule hat mich immer jeder angesprochen und wollte irgendwas von mir und ich wollte lesen und alle haben auf mich eingeredet und da war ich dann sofort abgelenkt und konnte mich nicht konzentrieren. Ich achte dann auch immer auf die Gespräche von den anderen, weil ich bin ein sehr rechtläufiger Mensch, mich interessiert schon, was andere so erzählen. Aber an sich kann ich nicht überall lesen. Am liebsten lese ich sowieso in meinem Zimmer, in meinem Bett oder auf meinem Stuhl hier. Aber ich kann nicht überall lesen. Geht nicht. So, das waren die 8 Fragen. Ich tagge jetzt niemanden, da der Tag schon etwas älter ist und ich einfach nicht weiß, wer den Tag schon gemacht hat. Ich könnte jetzt die ganzen neuen Booktuber taggen. Aber ja. Wer Lust hat, den Tag mitzumachen, darf ihn machen. Und dann war's das mit dem Video. Ihr könnt mir gerne wenn ihr kein Booktuber seid, die Antworten der Fragen auch in die Infobox, in die Kommentare schreiben. Bin gespannt, wie ihr so zu den Fragen steht, wie ihr sie beantwortet. Würde mich interessieren. Und dann sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Video.